Nachdem der TB in den letzten Zügen steht und ich selber im TB nicht mehr viel machen kann, möchte ich heute mit dem Reiseführer arbeiten und mir einen neuen Charakter für mein Team freischalten. Lasst euch gespannt sein, um welchen es sich in diesem Fall handelt. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes Let's Play Phase 2. Ja, heute geht es nur noch kurz um den TB. Den wollen wir dann gleich am Anfang schnell durcharbeiten. Denn viel kann ich nicht mehr machen. Denn so gut sind meine Charaktere noch nicht ausgebaut, dass ich mir da viel erlauben kann. Fangen wir somit gleich an. Starten wir in die Action. Wie gesagt, viel werde ich mir nicht erlauben können. Wir haben aktuell 17 Sterne. Das ist schon in Ordnung. Hier werden wir vielleicht noch den 18. Stern holen können. Und vielleicht noch einen zusätzlich hier oder weiter unten. Ich werde auf jeden Fall hier unten stationieren, weil hier werden wir dann die Möglichkeit dann vielleicht haben, dass wir den 19. Stern vielleicht noch holen können. Also, von den Schiffen her kann ich natürlich nichts mehr machen. Klar. Ich habe kein einziges Schiff auf der hellen Seite, was stark genug ist. Ich kann noch nicht mal hier irgendwas in irgendeiner Form setzen. Keine Chance. Da muss ich noch Nacharbeit leisten, aber bin ich schon definitiv dabei. Somit komme ich meine kompletten Schiffe, die ja schon 606.000 haben, werden jetzt komplett gesetzt. So, Thema ist jetzt für mich durch. Ich hoffe mal, dass genug noch mitmachen werden und dann die restlichen Schiffe dann auch setzen werden können. So, bei den Kämpfen. Ich werde mich... Hier kann ich Rebellen, 7 Sterne. Hier kann ich No Rogue One mit 7 Sterne machen. Ich konzentriere mich auf das hier. Und da werde ich meine stärksten Einheiten einsetzen, damit ich so viel wie möglich erreichen kann. Weil ich denke mir, dass der sinnvollere Weg ist, dass wir hier unten... Da brauchen wir nämlich nur noch 12 Millionen und das könnten wir tatsächlich noch schaffen. Für mich ist diese Mission utopisch, die schaffe ich sowieso noch nicht. So, die helle Seite 7 Sterne. Trupp löschen. Ich nehme natürlich Bastila Shan und Yoda. Ganz wichtig. Viel mehr denke ich mir dann Ezra. Somit würde das mit dem Rebellenteam nicht funktionieren. Ich habe kein Jolie Bindo, der ist keine 7 Sterne. Somit nehme ich sie mit für die Heilung und zum Schluss noch einen Tank. Und das ist mein stärkster Tank. Und das ist das beste Team, was ich aufstellen kann. Ein besseres Team werde ich momentan nicht zur Verfügung haben. Und es wird auch der einzige Kampf sein, den ich machen werde. Ich mache mir da jetzt nicht viele Hoffnungen, dass ich mehr als vielleicht 2 Wellen schaffe. Also, dann als erstes den Kollegen hier. Wir schicken Yoda vor. Wir schicken Yoda vor. Jawohl. Oh. Perfekt. So. Jetzt tun wir hier nicht tanken. So, jetzt tun wir einmal hier das hier machen. Sehr gut. Passt.
ohne großen Schaden die erste Welle geschafft. Vielleicht drei Wellen sollte ich schaffen. Also, jetzt tun wir tanken. Vorsichtshalber. So, jetzt machen wir hier einmal Schaden auf alle. Jawohl. Yoda, mach dein Ding. Sehr gut, der erste ist down. Jetzt tun wir hier gleich, damit sie alle Weitblick haben, damit da schon mal weniger passieren kann. Genau. Noch funktioniert Weitblick. So, den nächsten. Den Schneetruppler. Sehr gut, der ist down. Ah, verdammt. Ausgewichen. So. So, jetzt kann ich hier mit normalen Angriffen den down kriegen. Spare ich mal das. Sehr gut. Zwei Wellen geschafft. Ziel ist erreicht. Dritte ist dann jetzt definitiv noch drin. Okay. Das hier. Wenn ich den kaputt kriege. Der ist so. Wir machen einmal hier so. Wir schicken Yoda vor. Natürlich, wen sonst? Jetzt machen wir hier einmal ein. Damit sie alle schön brav Weitblick haben. Noch brauchen wir es nicht. So, jetzt hat. Ah, fast. Sehr gut. Jetzt können wir den erledigen. Passt. So. Vermute ich mal, dass der als erstes gleich. Sehr gut. Die beiden werden sich jetzt natürlich gegenseitig tanken. Jetzt werden wir auch tanken. Sehr gut. Dann können wir den gleich erledigen. So, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt tanken. Das nützt dir nämlich jetzt alles nichts. Sehr schön. Okay, jetzt wird's interessant. Wen machen wir hier als erstes? Ja, der erste, der tankt, aber die sind nicht besonders stark, somit sollte Yoda kurz Prozess mit denen machen, solange er halt noch lebt. Also einmal hier das und jetzt das. So, der erste ist schon mal down. Oh oh. Thank you.
Sehr gut. Oh, Ezra bin ich kurz davor zu verlieren. Jetzt gehen wir auf den hier los, den Schneetrubbler. Sehr gut. Nee, das machen wir nächste Runde. Also vier Wellen ist schon mal eine sehr, sehr gute Leistung. Für das schwächliche Team. Perfekt. 5 Wellen geschafft. Super klasse. Mehr wird nichts mehr möglich sein. Einen Angriff, vielleicht 2, vielleicht maximal 3, aber dann ist definitiv Feierabend. Ich komme schon gar nicht mehr zu einem weiteren Angriff. Aber ich habe 5 Wellen geschafft. Das ist mehr, als ich mir ursprünglich gesetzt habe als Ziel. So. Jetzt will man noch schauen, was wir hier machen können. Hier können wir gar nichts machen. So. Weitere Angriffe mache ich nicht. Das würde nichts bringen. Weil ich hier unten will ich meine gesamte Streitmacht durchsetzen, was ich oben habe. Oben wird es nichts bringen und deswegen lasse ich das auch. So, das war TB, Hoth Rebellenangriff für dieses Mal. Ich habe insgesamt 12,116 Millionen. Mit meinen 1,4 Millionen GM ist das schon recht ordentlich, dass ich so eine schöne Zahl erreichen kann. Weil wenn man die Zahl mal 6 nimmt, für alle 6 Phasen,
sind wir bei knapp 8 Millionen. Also ich habe 4 Millionen an zusätzlichen Punkten geholt. So. Jetzt hab ich euch ja was zugesichert. Denn ich möchte... Ja, jetzt muss ich hier... Ich möchte nämlich mir einen weiteren legendären Charakter holen, der in mein Team wandert und den ich dann systematisch ausbauen werde. Momentan ist das relativ schwierig, weil ich keine Kohle habe. Ich bin nämlich pleite. Also ich war selten so pleite, wie ich heute jetzt pleite war. Und ich habe bis zum Erbrechen dann auch gefarmt, also nicht gefarmt, sondern auch gesetzt, die Ausrüstung, die Gearstufen gesetzt, vor allem für die Teams, die ich dann auch in der Arena spielen werde. Das Problem ist halt, ich habe nicht genug Mods, damit ich alle wirklich bestücken kann. Ich könnte zwar Schrottmods setzen, aber es würde wahrscheinlich nicht viel bringen. Also, nachdem Brut Alpha durch ist und ich mich jetzt halt hauptsächlich auf Jedi Ritter Revan konzentriere, dass ich mir den holen kann, sechs Splitter, sehr ordentlich. Also Mission Vow. So, vier Splitter. Es wird zwar eine ganze Weile dauern, bis ich sie freigeschaltet habe, aber nichtsdestotrotz werde ich sie angehen. Natürlich wird jetzt auch Salbar gefarmt. Und am Tag wird selbstverständlich dann, wenn ich noch zusätzliche Energie habe, die ganzen Schiffe gefarmt. Ich will jetzt nicht so viele... nicht so viele Kristalle ausgeben. So. Es ändert aber jetzt nicht da, für diese Möglichkeiten, die ich jetzt habe. Die werde ich nämlich jetzt dann gleich nutzen. Sekunde. Halt, das kann ich ja nicht. So, 14 Stück, 6 Stück noch. Und dann habe ich mein drittes Seta. Mein drittes Seta habe ich dann. Sehr schön, sehr schön, sehr gut. Also, Reiseführer. So, das ist jetzt... Jetzt schauen wir mal rein, ob sie da schon irgendwas Zusätzliches vorgestellt haben. Nein, sie haben bis jetzt noch nichts gemacht, aber das haben sie ja gesagt, dass sie das demnächst anfangen werden zu veröffentlichen, welche Charaktere man benötigt zum Freischalten. So. Also, ich brauche natürlich auch unbedingt Jedi Training Ray und natürlich Commander Luke. Jedi Training Ray, wie gesagt, ich habe mich jetzt dafür entschieden, Jedi Ritter Revan zu besorgen. Somit kann ich sie jetzt nicht freischalten. Jedenfalls nicht sofort. Also, was ich aber machen kann und was ich jetzt auch machen werde, ist, ich hole mir R2-D2. Er kommt jetzt in mein Team. Das sind meine Charaktere, die ich benutzen werde. 7 Sterne geht nicht, aber vielleicht 6 Sterne. Also, besuche Event. Ich kann mir auf jeden Fall die alle holen. Ich benutze... Müssen wir überlegen, aber ich glaube, ich werde ihn hier nehmen, den Schneetruppler.
Weil den TIE-Jäger-Pilot, den kann ich nur bis zur Freischaltung, aber nicht bis zum Ende. Also dieses Event ist natürlich jetzt auch, gehört jetzt nicht zu denjenigen, die besonders schwierig sind. So. Bis zur Freischaltung sitzt er relativ easy. Jetzt wollte ich ihn hier einen und alle sind kaputt. Ich wollte es gerade sagen. So, zweite Stufe, machen wir gleich weiter. Vielleicht muss ich dann doch eher den TIE-Jäger-Pilot benutzen. Der ist nämlich schneller. Also, hier ist es eigentlich jetzt vollkommen wurscht, was ich tue. Sobald ein AOE kommt, ist das Thema durch. Und somit brauchen wir nur hier einen Fletcher draufknallen. Machen wir einen AOE. Machen wir hier. Sag ich doch. Einen, okay, diesmal haben wir sogar zwei AOEs gebraucht. So, dritte Stufe. Wie gesagt, über die Taktik und so weiter werden wir erst reden, wenn es etwas stärker wird. Oh, sie haben jetzt schon ein bisschen Schutz. So, jetzt machen wir einmal hier das hier. Dann kriegt einer hier den, einer hier den. Dann machen wir hier auch schön den AOE. Also die Freischaltung wird, wie ich werde erst was zu der Taktik sagen, wenn der Gegner auch wirklich dementsprechend ist. Das heißt wahrscheinlich eher mit der Freischaltung. So, jetzt kriegt natürlich Hahn sein Fett weg. Dann natürlich wieder das gleiche, leer. So, Vader, leer. Boah. Oh, der tankt. So, das war 4 Sterne. So, jetzt kommt die Freischaltung und jetzt wird es etwas schwieriger. Also. Jetzt ist natürlich ein bisschen Taktik gedacht. Am wichtigsten sind, dass man so schnell wie möglich Han Solo und Leia ausschaltet. Das sind die zwei Damage-Dealer, die machen den meisten Schaden und deswegen die müssen weg. Ah, falsch. Sie muss. So. Damit er nichts machen kann, knallen wir ihn auch raus. Und zum Schluss natürlich
Also, ich muss nicht mal was zu einer speziellen Taktik sagen, weil es, ehrlich gesagt, es erklärt sich alles hier von selber. Ich glaube, das Schwierigste ist es wirklich, dass man, ist genauso wie Großmeister Yoda, dass man die Charaktere auf das richtige Sternelevel bekommt. So. Sechs Sterne. Mehr geht nicht. Also, als erstes kriegst du einen Fracture, dann ein Schaden auf alle, das war... Ja, ich konnte sowieso keinen anderen angreifen, weil die alle unsichtbar waren. Aber das spielt jetzt in diesem Fall jetzt wirklich keine große Rolle. Aber man muss, wie ihr seht, man muss nicht mal großartig drüber nachdenken. Man könnte es theoretisch gesehen auf Auto stellen und der Computer wird es genauso leicht mal haben, wie ich es habe. Einziger Nachteil, es dauert halt. So, das war auf 6 Sterne, aber mehrer geht nicht, weil mir einfach die Charaktere dazu fehlen. So, jetzt können wir ihn freischalten. Machen wir jetzt auch. Da, R2D2, willkommen im Team. Ausbauen tue ich dich jetzt erstmal nicht, sondern erst systematisch, nach und nach. Erstmal freischalten, das war das Wichtigste. Morgen werden wir definitiv hier weitermachen, denn der gute Held des Widerstandes Poe ist da. Das heißt, man kann ihn morgen freischalten. Das werden wir natürlich auch gleich machen. Und da werden wir dann auch dann spezieller über das Kit hergehen. Da gibt es ja auch noch eine Besonderheit, die mit Finn zu tun hat. So Leute, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, ein Abo und die Glocke aktivieren. Ich wünsche allen einen schönen Tag, macht es gut, ciao, servus und natürlich möge die Macht mit euch sein.